Guten Tag, Zeit und Performance, und heute packen wir wieder mal zusammen Pakete aus. Und ich will mal ein paar Sachen noch hier am M3, E30, M3 Touring-Gedöns mal vielleicht mal so ein bisschen schmarrn, Wissen, abfragen. Vielleicht starten wir da auch mit als allererstes, weil ich habe momentan ein Problem. Und vielleicht hat ja der ein oder andere eine Ahnung, beziehungsweise hat vielleicht dasselbe Problem wie ich, oder kann sich erklären, warum und wieso dieser Wagen momentan Folgendes macht. Willkommen in meinem E30 M3 Touring. So, jetzt ist das Problem, dass wir hier ein Problem mit meinem Zündschloss haben. Deswegen muss ich mir kurz mal auf die Seite legen. Ich brauche nämlich zwei Hände für dieses wunderhübsche Kfz zu starten. Und das ist auch das Problem momentan. Der startet nicht. So, ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Man hört auch die Benzinpumpe im Hintergrund brummen. War mal kurz. Kommt nicht. Also wie ihr hört, absolut kein Leben in der Bude. Jetzt gehen wir aber hin und machen Folgendes. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier immer Bremsenreiniger, Startspray, irgendwelche Reiniger. Die sprühe ich nämlich einfach ein bisschen in den Luftfilterkasten. So, mal das Loch treffen. Wäre ich jetzt ein bisschen viel. So, ich hoffe, das verfliegt jetzt nicht. Ihr dürft wieder auf den Beifahrersitzplatz nehmen. So, wie man hört, der Wagen läuft. Stand, Leerlaufdrehzahl viel zu hoch. Dauert auch ewig, bis das Ding jetzt abtourt. Sehr, sehr lange dauert das sogar. Wir machen wieder aus, weil momentan habe ich keinen Kühler hier in dem Wagen drin. So, also ich habe jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe schon alle Kerzen rausgeholt, ich habe die Kerzen neu gemacht, ich habe jede Zündspule überprüft. Wir haben Einspritzventile alle überholen lassen von 4liter.de. Ja, ich habe keine Ahnung mehr. Einer hat mir gemeint, hier Kraftstoffdruck. Also hier Kraftstoffdruck, ja, Benzindruck, ne, in dem Fall. Wäre zu niedrig. Ich sage, ja, ergibt aber keinen Sinn, weil ich weiß nicht, ob das jetzt gereicht hat. Also wenn das Auto einmal kurz lief, kann ich den wieder starten. Er ist jetzt zwar ein bisschen holprig angesprungen, aber es ergibt alles für mich momentan sowas von gar keinen Sinn. Wie gesagt, Einspritzdüsen neu, Zündkerzen neu, Kurbelwellensensor habe ich so ein China-Billig-Ding drin. Aber der ist damals, als ich den neu gekauft habe, diesen Sensor, habe ich den da reingepackt. Der ist direkt beim ersten Schlüsseldreh angesprungen. Nockenwellensensor ist kaputt. Wäre aber nicht so schlimm, weil dann fahren wir halt nicht vollsequenziell, sondern halbsequenziell. Fahre ich in meinem 7er schon seit, keine Ahnung, seit ich das Auto habe, also seit knapp 3 Jahren oder sowas, habe ich keinen Nockenwellensensor funktionierenden drin. Ist für den Start irrelevant. Dann haben wir schon Unterdruck nachgeguckt. Albi war da gewesen, haben wir Unterdruck nachgeschaut. Haben da auch nichts gefunden. Okay, Benzindruckregler war nicht angeschlossen. Hat er gemeint, ja, das kommt vielleicht da kommen. Das ist ja nie und nimmer. Weil, wenn der Wagen startet, dann hat er gar keinen Unterdruck. Dann hebt er auch den Benzindruck nicht an. Also momentan bin ich echt komplett ratlos, warum dieses wunderhübsche Kfz nicht anspringt. Dadurch, dass es jetzt regnet, hätte ich gesagt, ich gehe jetzt mal hin und hole den Kurbelwellensensor aus dem 7er raus. Das ist ein Original auf dem BMW. Und pack den mal da rein und schau, ob das dann besser ist. Problem ist, wir können es jetzt gerade noch mal ausprobieren. Ja, wollte. Ja. Muss den Anlass jetzt ein bisschen durchdrehen lassen und ein bisschen Gas dabei geben. Aber was auch total untypisch ist, dass das Ding nicht abtourt. Das dauert sehr lange, bis das Teil abtourt. Auch wenn ich hier so Gasstoß gebe, dauert es sehr lange, bis er die Drehzahl zurücknimmt. Und was mir auch, jetzt hat er es gerade nicht, was er aber ab und zu hat, ist, dass er ein oder zwei Zylinder dann wechseln und dann läuft das Ding so ruppig. Ich habe echt keine Ahnung und kein Schimmer, von was das kommt. Weil, bevor ich die Einspritzdüsen weggeschickt habe, hatte ich das Problem, dass er auf Sprit nicht mehr gelaufen ist, weil 2 von diesen 6 Düsen nicht mehr ging. Davor, als ich das Teil ans Leben geholt habe, da ist das Ding angesprungen bei, 2x umdrehen
Und im Stand hat er einwandfreies Gas gehalten und sauberer Leerlauf und jetzt durch Stehen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber er läuft momentan, wie man gehört hat, richtig, richtig schlecht. Und ich weiß nicht warum. Und ich habe schon so viele Sachen ausprobiert und ich wollte jetzt nicht zu BMW rennen und mir für 140 Euro einen Nockenwellensensor und einen Kurbelwellensensor jeweils kaufen, also in Summe knapp 300 Euro, einfach zu investieren, für zum Schauen, ob es daran gelegen hat, weil... Ich kann mir das nicht vorstellen, weil wenn der Kurbelwellensensor wirklich Fritte wäre, wenn der Schrott wäre, dann dürfte der Wagen ja auch nicht, wenn er kalt ist oder mal kurz gelaufen ist, anspringen oder auch generell laufen. Also ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Wenn da einer eine Ahnung zu hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare, schreibt mir privat, mir egal, Hauptsache ich krieg das Ding ans Laufen, weil ich würde gern, ja, ich will nicht so viel versprechen, aber ich denke mir schon, dass 2023 so ein Jahr sein könnte, wo ich E30 fahre. Und ich sehe mich so in diesem Auto. So, jetzt gehen wir aber an die Pakete. Ah, übrigens, noch eine Sache. Vielleicht hat jemand eine Idee. Und zwar der Kühlerschlauch, der vom Thermostatgehäuse an den Kühler geht. Quasi da, wo jetzt momentan nichts ist. Was für ein Schlauch nehmt ihr da? Wenn er einen M52 B28 verbaut hat. Ich weiß gar nicht, den E36 325 Schlauch habe ich mal da dran gesteckt, aber der ist so stark geknickt, das gefällt mir gar nicht. Jetzt haben wir aber, jetzt habe ich es vergessen. Ah, doch, von diesem wunderhübschen Kfz würde wohl der Schlauch vielleicht passen vom Winkel. Das hat man so ausgesehen. So, jetzt kommt ihr auf Stativ, ihr seid es gewohnt. Was alles gekommen bei den zwei Amazon-Päckchen weiß ich es. Und zwar, ich habe ja noch diesen E46 Touring und habe da weiterhin kaputte Bremsleitungen. So. Dann habe ich mir jetzt mal ein bisschen Kohle in die Hand genommen und habe mir jetzt ein paar Sachen geholt für dieses Problem zu fixen. Und zwar jetzt mal einen gescheiten Rohrschneider von der Firma Harzer. Das Ding kostet auch ein 20. Also ich hoffe echt, dass das Teil einen wesentlich besseren Job macht als diese Billo-Dinger. Weil, ja, bei Werkzeug bin ich ehrlich, bei manchen Sachen kann man wirklich günstige Sachen kaufen. Aber jetzt hier bei ja, Sachen, wo ich dann wirklich drauf angewiesen bin oder die halt dann auch direkt funktionieren sollen, yeah, da würde ich dann gerne dann schon was Gescheites haben wollen. Und wie gesagt, für den 20, bin mal gespannt, ob das Teil nämlich welche gute Dienste leistet. So, und dann natürlich, wenn man Bremsleitungen geschnitten hat, muss man es auch bürsten. Habe ich dieses wunderhübsche Werkzeug bestellt, weil mein Bruder hat so ein Set gekauft, für Bremsleitungen zu bürsten. Das ist natürlich dann auch für alle Leitungstypen gewesen, wo ich mir denke, ja, aber wir haben ja hier eigentlich in allen Autos, die ich hier so besitze, Typ F. Und da brauche ich dann auch nur Typ F und dann brauche ich nicht hier irgendwie 5000 Börteleinsätze. Und vor allem bei diesem Werkzeug, was mein Bruder gekauft hat, ist kein Anschlag dabei. Beziehungsweise man muss dann wissen, wie weit man diese Bremsleitung rausdrückt. Und dann kann man das mit so einem riesigen, mit so einer riesigen Apparatur börteln. Da habe ich keinen Bock drauf. So, das hier, das ist eigentlich ganz geil. Ich habe nämlich schon ein Video angeguckt, wie das Ding funktionieren soll. Das hier hinten ist der Anschlag. Also man packt, also das hier muss man natürlich aufmachen. Diese drei Schrauben hier, dann ist das hier offen. Und dann schiebt man seine Bremsleitung bis an den Anschlag hier dran. Wenn man den dann hier dran hat, macht man diese zwei, diese zwei Schrauben hier zu, macht den Anschlag wieder raus. Und dann hat man hier sein Börtelwerkzeug. Man hat hier die Bremsleitung quasi drin und die ist arretiert, die kann nicht mehr weg. Wir haben das voreingestellt mit dem Anschlagbolzen und dann gehen wir nur noch hin und drehen dieses Teil hier quasi mit Werkzeug rein. Und dann bürteln wir uns eine Typ F-Bürtelung. Das gibt es wohl auch für andere Typen und auch, so wie ich es verstanden habe, für größere Bremsleitungen. Das ist jetzt 4,75. Das gibt es auch von Vigors, glaube ich, genau, von Vigors. Da habe ich das auch gefunden, aber da war es mir zu teuer. Und da habe ich gedacht, das ist genauso vom Prinzip her, das andere auch. Und ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Ich packe es einfach unten, genauso wie das andere Teil, Videobeschreibung. Und das möchte ich beim E46 ausprobieren und ich bin mir zuversichtlich, dass das funktioniert. Man kann das hier, das ist hier ja unserem Griff, kann das dann auch einfach hier irgendwie ein bisschen hin und her drehen. Weil das ist eigentlich gedacht am Einsatz direkt am Fahrzeug. Und da finde ich das mega cool. Und ich glaube auch generell ist das eine super Sache. So, wir gucken mal, was wir hier haben. Ich habe zwei Sachen bestellt, von denen ich weiß, dass sie heute eigentlich gekommen sein müssten. Bloß ich habe keine Ahnung, in was war es. Okay, wäre eigentlich selbstredend gewesen, weil wir haben ein großes X hier auf dem Karton. Großes X bedeutet in dem Fall X-Trons. X-Trons, wer meine Videos schon länger schaut, weiß, dass ich ein X-Trons Radio in meinem E38 drin habe, das via Bus auf das komplette Fahrzeug zugreift.
Android-Betriebssystem drauf hat, ich mit dem Fahrzeug alles mögliche kodieren kann während der Fahrt mit Panikfunktion. Das heißt, wenn ich in der Kontrolle komme, drücke ich einen Knopf und dann ist US-Standlicht und weiß, was auch immer, alles wieder getilgt. So ein Radio habe ich mir jetzt gekauft für einen Zetti. Aber der Zetti hat, soweit ich weiß, keinen Bus. Oder wenn, dann nur einen ganz kleinen oder schwach ausgestatteten Bus, der nicht viel kann. Deswegen kann man mit diesem Radio, glaube ich, nicht so viele Spielereien machen. Das ist jetzt ein Doppel-DIN-Radio mit 6 GB Arbeitsspeicher und, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht. Also das ist mit der größte Ausstattung, die man momentan bestellen kann bei Android-Radios. Es ist, glaube ich, von der Ausstattung her oder von den technischen Specs, wie man die coolen Leute sagen, besser und schneller und hast du nicht gesehen als das vor meinem E38 und ja, ich muss dazu sagen, das war jetzt auch kein günstiger Spaß. Ich glaube, das Radio kostet 300-400 € oder sogar 500, ich weiß es gar nicht mehr. Beim 7er hat das 700 oder 800 € sogar gekostet. Da war das aber natürlich mit passenden Baurahmen und die ganzen Knöpfe waren wie beim originalen 16:9 vom E38. Beim Zetti ist mir das alles egal. Ich wollte einfach nur ein Radio mit Doppel-DIN haben, mit Display, dass ich Navi gescheit nutzen kann, dass ich das sehen kann. Und mit dem, ja, das kommt noch ein extra Video. Ich habe noch ein Car-Link-Gerät gekauft. Da hat man dann Apple CarPlay oder Android Auto oder wie sich das schimpft, Wireless. Und ich kann jetzt sagen, das funktioniert. Bloß das Video habe ich dann mit meinem Bruder gemacht in seinem Hyundai, weil der halt kein Wireless Android Auto in seinem Hyundai drin hat. Und das war halt schlecht umgesetzt, sage ich mal. Also es ist von der Qualität, von dem, was ich erzähle, um wie ich die Thematik angehe, fand ich schlecht, deswegen drehe ich das nochmal. So, was haben wir hier? Ah ja. Ein sehr, sehr wichtiges fehlendes Puzzleteil von meinem Zetti. Ihr seht es in der Spiegelung, es geht um dieses wunderhübsche Fahrzeug und dieses wunderhübsche Fahrzeug bekommt noch ein Audi S3, A3, A1, A1 Spiegel vom 8X. Das ist jetzt der rechte Spiegel, das ist der Spiegel, der mir noch gefehlt hat. Den linken habe ich ja schon gehabt für zum Ausprobieren. Ich habe jetzt noch einen linken gekauft, weil ich habe hier dieses Metallteil, das hier unten drin ist, hardcore bearbeitet und zerschnitten und zerflext. Ich muss euch mal auf Fokus bringen. Zerflext etc. Und da muss ich mal schauen, ob das ohne krasse Bearbeitung in Form von Aufbohren mit meiner Hydraulikleitung passt. Und der Spiegel hat mich jetzt gekostet, ich glaube, 60 €. Und ich habe jetzt noch mal einen linken Spiegel gekauft für 34 €. Also der Spiegel ist mir echt hinterhergeworfen. Und ich weiß, der Micha, der ist da ganz heiß drauf. Seine Freundin hat mir noch mal geschrieben wegen der Spiegellösung. Und dann habe ich gesagt, hier per S-Days wird dieses Fahrzeug da sein mit den Spiegeln. Dann könnt ihr euch das live anschauen. So, jetzt haben wir noch ein ganz großes Paket. Leider ein bisschen zu spät. Das ist von oldtimerersatzteile.de. Das ist auch die Firma, die die StarTech-Rückleuchten auf den Markt gebracht haben, beziehungsweise die neu auf den Markt gebracht haben. Und der Jens, der hat mir jetzt mal ein Paket zugeschickt. Ich gehe von aus, da sind auch nochmal ein Satz StarTech drin. Martin war schneller, was Versand angeht. Und ja, wenn man sich von den Abmaßen sich denken kann, ist da noch mehr drin. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da alles drin ist. Und ein zweites Paket ist noch auf dem Weg, weil deren ihre Logistik irgendwas verpeilt hat und hat ein oder zwei Artikel vergessen mir zuzusenden. Und die werden jetzt nachgeschickt. Und auch hier weiß ich nicht, was drin ist. Gucken wir mal zusammen rein. Oha! Hier ist schon mal was sehr, sehr Geiles. Das müsste Schikotto-Stoff sein. Oder M-Stoff, M-GmbH-Stoff, richtig, richtig geil. Ich habe noch keinerlei Ahnung, ich habe echt keinen Plan, was wir mit dem Stoff machen können. Aber ist geil, finde ich schon mal mega. Ich packe den aus und dann zeige ich euch den im Detail. Weil ich glaube, das interessiert viele. Auf jeden Fall ist er kaschiert. Was heißt kaschiert? Kaschiert heißt, er ist hier aufgebaut, er hat eine Polsterung und baut auf. Und so, jetzt guckt euch mal das an. Also wir benutzen generell in so gut wie keinen Videos habe ich Color Grading drin. Das heißt, die Farben sind eigentlich sehr originalgetreu. Außer bei dem goldenen Kreuz. Da weiß ich nicht, warum das überhaupt nicht zueinander gepasst hat. So, was haben wir hier noch? Von der Verpackung her weiß ich, was das hier ist. Das sind die StarTech-Rückleuchten. Habe ich schon ein Video dazu gemacht. Am besten mal den Kanal aufrufen und da reinschauen. Die brauche ich jetzt nicht extra auspacken.
Was haben wir? Ausgleichsbehälter E30 Vorfacelift. Coole Sache, weil in meinem Vorfacelift 325i ist der ausgeblichen des Todes, beziehungsweise Nikotingelb. Und dadurch, dass ich den hier jetzt gar nicht in dieser Wabbelpapier-Geschichte erkenne, gehe ich von aus, dass der sehr, sehr gut ist. Oh ja. Schaut euch den an. Sehr sexy. Mit Anschluss, mit Nippelchen hier an der Seite. Deckel, was das hier ist, bin hier, ich habe keine Ahnung, kann man das abdrehen? Ja. Kein Plan, ich bin kein Vorfacelift-Experte. Hier sind auch Hülsen zur Stabilisierung drin. Das heißt, wenn man hier eine Schlauchstelle drüber packt, kann man das anziehen mit Irrwahn. Passiert nichts. Genauso hier auch. Hier ist auch eine Hülse drin. Hier oben, das ist Rücklauf. Da ist keine drin, aber ich glaube, der Schlauch, der wird auch nur aufgeschoben. Das ist schon mal mega cool. Da freue ich mich echt darüber. Den können wir nämlich mit 325 verbauen. Das hat ja dementsprechend Sinn und Einsatzzweck. So, mehr ist da nicht drin. Da kommen noch Sachen. Ich weiß, dass der Jens Fensterheberschalter im Angebot hat, die relativ günstig sind. Und ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich muss ihn nochmal darauf ansprechen, wie es aussieht, für die Nebelschalter zu kopieren. Also nicht nur Nebelschluss, sondern auch Nebler vorne. Die Schalter, weiß ich aus meiner Vergangenheit, werden richtig teuer gehandelt. Und da habe ich mir gedacht, wenn man die neu auflegt, wäre eigentlich eine coole Sache, weil ja, ich biete ja auch Nebelscheinwerfer an und wenn halt einer diesen Knopf nicht original hat, ja, dann muss er sich halt irgendwas basteln, was definitiv nicht OEM aussehen wird. Und ja, ich muss mir echt mal Gedanken machen, was ich mit diesem geilen Stoff hier mache. Den müssen wir doch irgendwo verbauen. Aber wo? Ein Zeti? Leider auch nicht. Zeti brauche ich mal generell noch Kofferraumstoff. Muss ich mal gucken, was ich mache. So, das war's. Alle Links, die ich so hatte oder habe, packe ich in die Videobeschreibung. Wenn einer wirklich weiß, oder wir können gerne zusammen fachsimpeln, E30 M3 Touring, ich habe keine Ahnung, was er momentan für ein Problem hat, lasst mich wissen. Und ja, ich werde wohl auch einen Satz StarTech Rückleuchten verkaufen, weil was soll ich mit zwei? Und natürlich würde ich sie dann auch ja, vergünstigt anbieten. Wenn einer Interesse daran hat, mir einfach schreiben. Und dann werden wir uns schon einigen. In diesem Sinne, ciao, vielen Dank, kommentieren, abonnieren, bis zum nächsten Mal.